So, hallo und herzlich willkommen. Weiter geht's hier bei Direwolf 20. Was wollten wir jetzt alles machen? Also wie man hier sieht, ich habe, wer ist der Mod? In-game Info wieder drauf gemacht. Das hatte ich jetzt wieder aktivieren. Und jetzt sieht man auch wieder, was meine Waffen und was ich in der Hand habe. So. Das läuft schon mal wieder besser. Jetzt. Der Builder Guide funktioniert gerade nicht. Nicht so gut. Dann wollten wir mit Botania anfangen. Das machen wir jetzt einfach mal. So. Jetzt da Updates geben. Könnte schon sein. Ich muss jetzt erstmal noch mal Blumen pflücken. Botania kann ich halt. Okay, Botania kann ich nicht eingeben. Holen wir uns erstmal unsere ganzen Blumen. Einzige Frage, die uns noch bleibt, ist, wo wollen wir das machen? Ist das ein Linking Book? Wie heißt das Botania Buch? Sieht's gerade jemand? Das heißt Lexica Botania. Haben wir gar nicht. Das können wir aber ganz schnell machen. So. Jetzt gehe ich erstmal noch mit Blumen pflücken. Napsala. Einziges Problem ist, wo werde ich hier ein Botania-Feld machen? Na egal, da können wir mal gleich noch ein bisschen Holz sammeln. Da drüben gab es ja große Bäume. Also ich meine die richtig großen. Dann hier können wir noch ein bisschen Sachen pflücken. Okay. Oh, der Endermini legt los. Den Hut will ich. Wie hat der geheißen? Ja, der war's. Okay. Wenn man halt mit Dingen rumläuft, als. Oh, geil. Das war eine Hexe. Horn neu eingefügt. Wie heißt denn jetzt die Hexe? Ja. Halt eine bisschen stärkere Hexe. Mit der Katze. Das ist eine Widow Cat. Die macht ganz schön Schaden. So, da haben wir ein paar schwarze Blumen. Da ist auch noch mal eine. Weg damit. Was brauchen wir sonst noch? Gelb. Jetzt bist du von Zombie. Okay. Na dann. Erzähl uns mehr davor. Wir haben jetzt 6, wir brauchen 10. Und von der leicht graue brauchen wir auch noch. Ah, da unten ist noch eine schwarze. Von denen haben wir 4, da brauchen wir auch 10. Wenn die stehen bleiben, kann ich es ja abschießen, dann schaffe ich das auch. Oh, nicht. Alles, was ich bewege, kann ich nicht treffen. Da bin ich wie die Stormtrooper. Endermänner könnte ich eh nicht mit dem Bogen abschießen. Mal kurz ins Bett gehen können. So. Schwarze Blumen. Mal kurz im Vorbeifliegen mitnehmen. Gelbe Blumen.
machen. Ich meine nicht die normalen Minecraft-Blumen. Hexen müssen einfach aus Prinzip sterben. Weil sie mich umkauen haben. Weiße Blumen haben wir genügend. Da scheine. Ich fliege jetzt eigentlich auch nochmal die gleiche Runde, das ist auch ein bisschen blöd. Halt, ne, da ist noch eine. Da oben ist noch eine. Cotton Seeds brauche ich jetzt eigentlich. Nein, falsch. 7 Hammer, 11 Hammer. Dann brauchen wir die. Dann brauchen wir die hier. Dann brauchen wir die. Und. Leichtes Grau habe ich noch gar nicht. Und dann brauche ich noch so eine, die Sache frisst, die Blume. Dazu brauche ich Grau und Braun. Nicht Grau. Doch, Grau brauche ich auch noch. Jetzt geht gerade Sonne auf. Jetzt geht gleich ein Feuer an. Die Viecher gleich alle abfackeln. Von denen habe ich noch gar keine gehabt. Dann brauche ich meine Seeds. Das heißt, ich könnte wahrscheinlich kommen wir immer noch nicht zu Mistcraft in dieser Folge. Nicht Mistcraft. Zu Botania, weil ich wieder zu arg abgelenkt bin, weil ich sollte noch mir ein Feld anbauen, damit ich die normalen Minecraft Seeds krieg. Ich habe gar keinen Platz mehr von. Ach komm. Ender Storage. Weg, weg, weg. So, das reicht, können wir den da einpacken. Jetzt brauchen wir ein paar Bäume. Zum Dorf müssen wir jetzt heute nicht. Da habe ich auch raus. Ich glaube da. Also innerörtliche Flüge mit Mistcraft sozusagen. Muss man erst, wenn man die Welt schreibt. Sollte man Glowstone Glaub drauf tun. Ich habe das kurz nachdem ich das nicht geklickt habe, habe ich es nachguckt, deswegen weiß ich schon wieder nicht mehr. Weil es schon wieder über einen Monat her ist. Da gibt es auch schön große Bäume. So, einmal im Landeanflug. So. Na komm. Die Feuer eigentlich drauf? Ne, hat sie nicht gut. So, dann können wir auch gleich unser Backpack da nehmen. Und das Ganze rüberschicken. Also, jetzt hätten wir jetzt mal wieder. Ah, Willow Sapling, oh Gott. Ja, wir haben genügend Saplinge und Gedöns. Kommen wir mal wieder heim. Außer dass wir die Light Grey von der Light Grey jetzt noch gar nichts haben. Irgendwo gehen gerade die Pflanzen, die Creeper Seeds in die Luft. Das ist auch immer ziemlich toll, wenn man in eine neue Welt geht und auf einmal explodiert einem neben einem was. Und das sind bloß die Creeper Setzlinge. Und Pneumatic Craft. Light Grey. Ich sehe gerade keinen anderen Light Grey. Na schade. So. Einmal heim. Weil eigentlich müsste ich es haben. Ich habe ein bisschen was von denen. Ja, müssen wir mal gucken, wie weit wir kommen, sonst müssen wir halt noch mit Blumen pflücken gehen. Schwarze Blume.
Da geht's nach Hause. Ah, jetzt habe ich auch eine Uhr. Oben links. Bitte schau gut. So. Wo machen wir das jetzt mit? Botania. Der ist nicht obscured. Abstracted. Hier alles rein. Wie sieht's denn aus? Nein. Der eine Finger schneller als der andere. So. Wenn nicht wirklich mehr Eisen bekommen. Also mal gucken, ob die Quarry läuft schon noch. Sieht gar nicht so aus. Nope. Da müssen wir noch einmal zu der Quarry. Dann einmal hier die rein. Einmal hier die rein. So. Warum läuft die Quarry nicht? So. Guck mal erstmal hier die Energieversorgung uns an. Die läuft doch eigentlich. Energie wird gesendet. Was macht die Quarry wieder? So. Einmal dahin. Mal oben drauf. Kann ich mir nicht erzählen, dass die fertig ist. Da ist ein Haufen Sand. Habt ihr hier einen Spot, oder? Okay. Die will nicht. Sand. Du hast doch einen Sand. Kann nichts mehr abbauen, weil das, der Sandstack da voll ist und die an einem Sandhaufen steckt. Warum geht das nicht? Eine Sekunde. Komme ich ja gar nicht vorwärts. Da geht's rein. Items receive. Passt doch. Okay, passt nicht. Dann läuft das jetzt wieder. Yep. Wir haben 65 Stacks. Jawohl, das läuft auch wieder. Dann das Eisen ist fertig. So, alle brennen Cobblestone, der da dabei ist. Da haben wir gerade auch keine Grafikbugs drin. Scheiße, wir haben jetzt 14 Minuten und haben schon wieder nichts gemacht. Naja. Läuft halt mal so. Ich habe hier ein Dev 0 mit Arte. Seeds. Wo sind die normalen Minecraft Seeds? Jetzt haben wir plus 12, okay. Wir brauchen erstmal noch. Na, hab ich das schon gebaut? Nein, ich habe noch keine Farming Station gebaut. Da brauchen wir jetzt eine Farming Station, dann brauchen wir. Dimensional Transceiver. Um da dann die Scheiße hin zu transportieren und wieder zurück. Hängt kein Kopf. Bad Logic. Okay, wir brauchen Solarium.
Zombie Head, Silikon und Redstone. Nicht kein? Ach so. 6 Stück haben wir noch. Und dann bauen wir erstmal was anderes. Das müsste nämlich funktionieren. Dann können wir direkt machen, jawohl. So, dann hätten wir das Teil schon mal. Dann müssen wir jetzt kleine Solarium brennen. Dann mal einfach hier in die Ecke. Das Teil kann schön unsere XP speichern. Nahtbelieg, ne, brauchen wir nicht. Dann brauchen wir jetzt Gold. Halben Stack reicht. Und Soul Sand. Halben Stack reicht. Dann haben wir wieder ein bisschen was zusammen. Das ist der Ofen. Und los geht's. Wie viel kostet das eigentlich? 10.000 AF. Ja, okay. Braucht schon ganz schön viel. Ja, aber 3 auf einmal. Von dem her läuft es schon. Jetzt. Wir brauchen 2. Dann brauchen wir 2 Silikon. Dann brauchen wir Redstone. Und da, Stunning Generator. Und dann brauchen wir noch ein Head. Oh, ich habe gar keinen Skelettkopf mehr. Bist du das? Nein, falsches Maschinenle. Auch schön, dass wir es einfach so mit Shift reindrücken können. Wie viel Energie verbraucht der? Zombie Logic Controller 20.000. Da hat man schon. Muss nämlich mehr auf meinen Energieverbrauch aufpassen. Dann brauchen wir bei der Farming Station noch einen von denen hier. Basic Capacitor. Machen wir mal ein paar. Nochmal hier, hier, hier. Frame ist fertig. Dann brauchen wir 2 von denen. Passt genau. Und dann hätten wir schon mal unsere Farming Station. Oh, haben wir eine mit dir, aber wir wollen die nicht. Aus dir. Project Red, sehr schön. Dann brauchen wir Sticks. Dann machen wir hier eine Hode für. Und eine Axt braucht das Teil eigentlich auch noch, aber die verwenden wir ja nicht. Einzige Frage ist jetzt wieder, wo baue ich hin? Wir sind halt hier in so einem Pilzbiom. Moment, das will ich jetzt noch kurz testen. Kann ich mit der Axt... Jupp, ich kann Gras mit der Axt abbauen, sehr schön. Jo. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ich könnte irgendwie ins Wasser, könnte ich die Teile bauen. Sieht aber auch ein bisschen scheiße aus. Wo baue ich das hin, dass es nicht scheiße aussieht? Halt, was ich auch noch machen könnte. Ah, stimmt, ich kann hier den jetzt einen Namen geben. Machen wir das mal. Wie nennen wir es denn? Der ist jetzt immer noch nicht unten. Doch, jetzt heißt er unten.
Dann ist das ME. Und das ist oben. Passt. Dann nein, nicht Ü. Da ist einfach nur Pilz. Und das Ding wird Ball sein. So. Machen wir das jetzt auch mal. Lava kommt da auch noch. Irgendwann wird da mal Blut kommen. Egal. Eigentlich müssen wir gar nicht hier rein, aber egal. Okay, dort haben wir ein bisschen. Spoil Dirt Grass of Farmland. Dirt Grass of Farmland, Dirt Grass of Farmland. Ach, weil das da drauf wächst, okay. Wir haben gar kein Builder's Wand. Schade. So. Brauche ich einmal eine Fläche, wo ich das Ding hinbaue, die Farming Station. Und einmal brauche ich eine Stelle, wo ich das... Wo baue ich das hin, dass es nicht komplett wie Krampf in den Krampf aussieht? Wo noch in meinem Junkloader-Bereich ist, weil irgendwo hier habe ich ja den Junkloader vergraben. Ich habe keine Ahnung mehr wo. Wenn ich das Ding jetzt einfach nur ins Meer setze. Das sieht echt scheiße aus. Genauso wie meine Zuckerrohrplantage schon. Dann würde ich mal sagen, machen wir alles in der nächsten Folge. Ups. Das ist immer dann ein Platz. Warte, ich suche offline jetzt mal einen Platz, wo ich das bauen könnte. Am liebsten würde ich es ja... Also eigentlich soll das ja mein Haus werden. Ich gehe mal rüber und zeige euch das mal, wie ich das so geplant habe. Einmal rüber. Wie viel Energie verbraucht denn das? 1000. Jetzt ist egal. Ah, jetzt halt, brauchen wir gleich wieder. Eigentlich ist es jetzt geplant, hier nochmal einen Boden draufzusetzen. Als nächstes. Hier unten, ich weiß nicht, ob ich nochmal hier, also hier nochmal so eine Reihe mit Magmatic Dynamos, hier nochmal eine und hier nochmal eine. Um das dann meine Quarry-Antriebsgedöns zu machen, aber ich weiß nicht, ob ich das mache. Dann kommt, soll hier eine Decke drauf kommen. Dann soll da ein 7x7 Big Reactor drauf kommen. Und dann jeweils hier, hier, hier und hier eine Turbine. Also 4 Stück. Das schafft der eine, so wie es aussieht, locker das zu betreiben. Und dann geht's hier los mit dem Wohnen. Oder beziehungsweise erstmal mit den Maschinenräumen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch ist denn das Teil? Wir sind hier 84. Ja, muss ich gucken. Hier sind wir bei 110. Ja, auf jeden Fall, da brauchen wir dann einen Maschinenraum, der dann die Energie von da unten bekommt. Und dann, ja, die ganze Erze und so automatisch mit dem ME-System bearbeitet. Dann weiter drüber, weiß ich jetzt noch gar nicht, was ich da mache. Auf jeden Fall habe ich mir das Scheißwetter mal so überlegt, dass ich eigentlich für ME und für nicht ME, für Botania und die Farming Station ja nochmal eine kleinere Version von der Sphäre hier, also von der Kugel, machen wollt. Ein Glasdach. Groß müssten die sein. Ich brauche 10 Blumen.
heißt 3 oder 4 lang. Auf der anderen Seite das gleiche nochmal. Da sind wir bei 9, weil in der Mitte brauche ich auch noch ein bisschen Platz, also 9 breit. Dann wäre es 12 breit. 11, 12 breit. Und da dann eine Kugel drüber. Es gibt halt auch schon wieder einen riesen Teil. Wenn ich das 12 breit mache. Moment mal. Waypoints. So. Ja, da müssen wir nächstes Mal gucken. Aber ich kann eine Übergangsversion machen und das Ganze eins hier übers Wasser setzen. Ja. Da gibt es wahrscheinlich eine Übergangsversion. Und für Botania, das Farmgerät das gleiche. Also auch eine Sphäre und da. Ich weiß gar nicht, was, wie groß das wird, wenn ich es upgrade. Aber wahrscheinlich reicht die normale Größe auch. Dann könnte ich da einmal. Ja, obwohl. Es gibt ja auch noch Mine Factory Reloaded. Da damit eine Holzfarm. Magical Crops gibt's ja nicht. Ja, müssen wir mal gucken, wie ich das dann mache. Also ich überlege mir das und dann machen wir das beim nächsten Mal. Diese Folge ein bisschen Blümle pflanzt, Quarry gefixt, ja, als Standardzeug macht. Von dem her, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.